Pat, wir gucken uns an. Nikos Video Big, übel. Ich freue mich drauf, Bro. Ich freue mich drauf. Lazo ist übel nice. Auch, dass er jede Woche einmal hochlädt, dass er sich da treu bleibt. Kann ich mir eine dicke Scheibe von abschneiden. No joke. Liebe Leute. Was geht ab, ihr Lelix? Das ist das 14. Video wöchentlich. Halt's Maul, Bro. Oh mein Gott. Oh, Bro. Ich bin echt... Ja, ey, GG's an ihn. Er hat gute Laune. Intro schon zu wild. Das ist unkommentiert, aber ich finde es gut. Jetzt du. Ach, ich wünsch, Bro, ich wünsch. Folge, Digga, wie heftig feiert ihr das gerade? Ich gehe so hin in Köln, ne? Ich bin so auf der FIBO mit Marc, mit Sascha, mit allen Jungen. Ich probiere so das Wort Lelek wieder so unterschwellig zu etablieren. Marc merkt so, was soll das mit diesem Wort Lelek? Also, es geht tatsächlich um das Wort Lelek. Feiert ihr ja gar nicht, Marc, wenn du das siehst. Das Wort Lelek wird etabliert. Also ich würde auch sagen, Lelek ist ein gutes Wort. Ich finde, also Lelek hat eine krasse Daseinsberechtigung, ist wirklich über die Jahre zurückgegangen. Ich finde, Lelek kann man wieder nach vorne bringen und da würde ich mich gerne dazu anschließen. Und ich glaube, in Zukunft, wenn ein Boss oder irgendwas in Elden Ring mich aufregt, dann ist es ein Lelek, Alter. Die Hose ist ja gigawild. Bro, die Hose ist perfekt für jeden mit Flugangst, weil falls das Flugzeug abstürzt, okay, aus 10.000 Metern und du fällst runter, das ist nämlich die Olakala Parachute Pants. Du hast den Fallschirm an deinen Beinen, Alter. Würdest du zu ihm sagen, Digga, du bist doch ein Lelek. Was kann ich euch erzählen über die FIBO? Es sind wirklich Dinge passiert, die einfach nur komisch waren. Karl S. und Flying Uwe haben miteinander kollaboriert. Ein Applaus für Karl S. bitte einmal! Bro. Jawohl! Bro, was zum Ficker? Was ist hier los? Ich sage, das ist jetzt meine ehrliche Meinung und ich glaube, dass auch Marc, Nico und ich in Köln drüber gesprochen haben. Karl, okay, war zu einer Zeit mit GA auf jeden Fall Pionier der FIBO, okay? Und ihn auf der FIBO so wieder zu sehen, ist verrückt. Aber die Kombination bei einem Smilodox-Stand mit Flying Uwe ist einfach anderes Level, finde ich. Die klügsten Glatzköpfe der Nation. Stimmt, glatzen halt zusammen, jetzt check ich's. Holy shit, Digga, da konnte sich die Crowd ja kaum noch zurückhalten. Ihr seht ja, wir kommen die Tränen sogar schon aus dem Studio oben raus. Oh. Ich persönlich habe da jetzt keine Tränen gesehen, aber... Oh, Alter, damn. Als ich so die Dinger geschmissen hab, hab ich voll den Hype bekommen. Hab ich gemerkt. Ich hab wieder so voll, ich dachte so, oh, Digga, lass mal morgen noch hier rein. Ja, genau. Shit. Ich hab kein Wort. Er verschluckt einfach so 2, 3 Wörter mit der Lache. Ich hab nichts verstanden. Ey, die Lache ist zu krass. Ronny Coleman, oder? Wir arbeiten auch mittlerweile hier mit Umkleidekabinen. 8 Stück haben wir. Weil gerade... Genau. Nee, nicht echt. Achtung, bleibt echt, oder? Nee, Digga, war ein Joke. Was geht mal? Lazo hat mal gesagt, wenn er sturmfrei hat und Videos dreht, wenn er alleine ist, und ich weiß, dass Alexa in den USA ist, dass es ihn weiter nach vorne bringt und ich merke schon einen dezenten Unterschied. Am Arsch hin und her. Da eine, bei der einer passt du schon am Arsch hin. Ganz gut, hab ich das gesehen. Das ist auch eine Folge, oder? Das auch, das ist meine Projektmanagerin. Das ist alles. Digga, das ist so unangenehm. Geil, Bro. Ja, das ist meine Projektmanagerin. Echt, oder? Es passt, ja? Danke. Unterm Strich, Bro. Die Tage waren wirklich sehr... Ja, das ist auch übel wild. Es gibt ja diese Marke, die Leggings-Hosen oder kurze Hosen für Frauen machen. Und die sind so geschnitten, dass ich das schon wirklich... Also, das ist schon... Krass, krass geschnitten, ehrlich. Also, ne, soll jeder tragen, was er möchte. Aber, Bro, das ist schon auf einem Level. Das wäre, glaube ich, wenn ich jetzt so ins Gym gehe und mir auf einmal so ein Muscle-Suit anziehe und dann trainiere, so, wisst ihr? Also, kannst du die auch mal tragen? Bro, also, ich glaube nicht. Sehr, sehr amüsant. Also, denkt ihr, damit bin ich so... Oh ja! Bro! Ja! Ja! Er hat's gezeigt! Ey, Chat, das hat eine Story... Und ihr könnt euch die nicht zusammenreimen. Das geht nicht. Aber freut euch auf diesen Moment, wenn dieses Video online kommt und ihr checkt, warum sein Bein und mein Bein so aussehen. Und ich will nur, dass ihr wisst, okay, dass es eine Aufgabe war, bei der ich krass im Nachteil war, okay? Krass im Nachteil. Richtig doll im Nachteil. Es war kein Waxing. Modisch aktuell? Naja, liebe Leute. Der ein oder andere kennt ihn ja vielleicht noch von früher. Shalom, meine lieben Friends. Nachdem Mois sich entschieden hat, nicht mehr auf diesem YouTube-Film so unterwegs zu sein, hat er ja eine Musikkarriere eingeschlagen, wo wirklich der ein oder andere Hit mit dabei war. Du bist meine Sucht, ich kann nicht ohne dich. Respekt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der tatsächlich in Schreibschrift rappen kann. Wow.
Was ist da los, Mann? Ich habe nur gehört, dass bei Mois wirklich richtig doll am Krachen ist, ne? Also ich... Das letzte Mal Mois gesehen, war glaube ich zu einem zu Streamzember-Zeiten, als er auch öfters noch da war. Aber was ist da los? Das ist crazy. Und es ist sehr, sehr interessant, welchen Werdegang Mois eingeschlagen hat. Und zwar hat er sich tatsächlich dazu entschieden, Spenderei zu studieren. Hier kann sich vielleicht der eine oder andere noch eine Scheibe abschneiden. Spenden, die angezeigt werden können als Spendenveruntreuung, müssen als solches angegebenes Spendemarathon-Ziel sein. Das heißt... Ich habe kein Wort verstanden. Ich schwör's dir. Also ist es hier nicht Roos? Also selbst Roos hat, glaube ich, kein Wort verstanden. Ich habe nichts gecheckt. Wow, oh mein Gott, ich habe gerade ein Semester Uni verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass Mois sich so spezifiziert auf dieses Spendenthema, aber krass. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit einem Thema, wo ich wirklich gesagt habe, wow, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so einen Impact auf die Gesellschaft hat. Wet versus dry. Transparent Outfit Try-On. Ein Thema, was? Mit dem ich mich schon mehrere Jahre beschäftige. Hey guys, oh mein Gott, was? Oh, was? Wo holt der das jetzt her? This video is not intended for any sort of... Ah, sollte klar gehen. Probably order. Well, I guess then it's probably only to demonstrate how these outfits look like inside and outside of the water, right? It is just to demonstrate what these outfits look like inside and outside of the water. I got you. Das ist der größte... Also... Ich finde es, wie sich Leute neu erfinden wollen für diesen Content, um Klicks zu geiern, ist ja so krank. Es ist wirklich, wirklich krank. Davon gibt es tausende Videos auf YouTube, hat mir ein Freund gesagt. Also Chat, ehrlich, ehrlich, das ist kreativ, I guess, schlau aber. Ist es wirklich, Chat, soll ich Fullscreen mal machen? Ich habe mir wirklich keine weiteren Gedanken darüber gemacht, was jetzt überhaupt auf mich zukommt oder worum es in diesem Video gehen soll. Und es geht wirklich darum. So playing some beach volleyball this summer in this exact outfit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Ihr T-Shirt hat dir gar nichts gebracht. Digga, ist das krass. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt ja, Nico hat das Video eh hochgeladen, aber sie hat ein weißes T-Shirt an. Da steht irgendwas drauf und sie duscht sich ab und macht das T-Shirt nass und du siehst... Okay. Ist aber auch ein gutes Experiment, dass man jetzt sehen kann, okay, wie sieht wohl das weiße T-Shirt aus, wenn es nass ist? Also so... Das ist die beste Content-Idee, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe! Und während wir dieses Video schauen, Leute, ist wahrscheinlich unser guter Freund Tomatolix auf irgendeinem Schiff unterwegs und zieht sich rein, wie jemand ganz, ganz heftig beim Karaoke am Abgehen ist. Bro, ich hab den Zweiteiler nicht gesehen von Tomat von Felix auf dem Containerschiff, aber dass da noch eine kleine Sidequest ist mit Karaoke, finde ich geil. Aber ich finde Karaoke auch wirklich cool. Karaoke ist aber auch wichtig, dass es keine Spaßbremse gibt. Also wir hatten da ja auch so Karaoke gemacht in Korea und das fand ich fett. Das fand ich richtig cool. Gibt gute Songs, ehrlich. Folgendes unter die Augen geglitten. Ich habe die Schnauze voll und such die Liebe meines Lebens. Ron ist endlich bei diesem Dating-Format von Softdoor. No. Und wie man es kennt, hat er diese Situation, wo eine Frau hinter dem Vorhang hervorkommt und leider raus ist, extrem souverän und auf gar keinen Fall unangenehm gelöst. Vielleicht. Schön, dass du da bist. Oh, danke. Oh, du riechst gut. Danke. Ja, die Jesus wurden es nicht. So blöd. Was denkst du? Die ist hübsch aus. Oh. Ey, man muss auch wirklich sagen, dass Shoutout an Softdorf, aber das Format ist auch, die Situationen sind immer scheiße. Rauswählen und am besten dann umdrehen und irgendwie schauen, dass man sich dann vielleicht nach dem Video, nach dem Outro sieht, aber das ist wirklich, was willst du da sagen? Du wurdest rausgevotet, für sie ist es scheiße, du stehst da vor ihr als derjenige, der sie rausgevotet hat. Das, ja, was soll man da sagen? Also, yo, ey, sorry, du siehst, hast ein gutes Erscheinungsbild, aber ja, einfach so... Danke, dass du da warst. Wann stehst du da? Gar nicht. Überhaupt nicht. Brauche ich aber auch nicht. Ja. Also nicht, dass es Ron braucht, nicht falsch verstehen, aber... Bräuchst du's? Fick und fick sie hart, Mann. Fick sie hart, Mann. Und wenn euch die
Episode gefallen hat, dann lasst gerne den Daumen nach oben da. Und wenn ihr Clips habt, TikToks, Reels oder auch YouTube-Videos, wo ihr sagt, die müssen mal genauer unter die Lupe genommen werden, an die E-Mail hier schicken. Und für alle Leute, die diesen Fazinien abgefeiert haben, den wir neulich rausgebracht haben, am 18.04., also am Donnerstag, kommt dieser Fazinien noch in 3 weiteren Colorways raus. Wirklich absolut geil. 10 von 10 Pieces von uns geworden. Ich persönlich finde, dieses Teil ist so der perfekte Style zwischen Streetwear und verpisst du! Alright, fassen wir zusammen. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall Karl mit Flying Uwe in dieser Situation. Beim Smilodog stand auf der FIBO. Das Jahr 2024 ist eine Simulation, ne? Shoutout an Lazzo. 14 Wochen Streak. Ich bin gespannt auf die 15. Woche. Und schickt auf jeden Fall Clips und alles, was ihr habt an Lazzo, ne?